Ja, ich melde mich auch mal wieder zum Wochenabschluss. Ich habe jetzt eine ganze Zeit vom Stream ausgesetzt, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Ich hatte mal wieder Chemotherapie in dieser Woche. Montag, Dienstag, 24 Stunden lang mit dem digitalen, mit dieser digitalen Maschine, mit dem digitalen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Mein Deutsch ist auch verkommen, weil ich das die ganze Zeit nicht gesprochen habe seit dem letzten Stream. Okay. Aber ja, es war mal wieder Chemotherapiezeit und ja, diese Woche sind die Nebenwirkungen ziemlich stark, aber es geht schon einigermaßen. Also es ist nicht so schlimm wie beim letzten Mal, würde ich sagen. Auch dadurch, dass ich die Chemotherapie jetzt alle 4 Wochen habe und nicht mehr alle 3 Wochen. Also dadurch hat der Körper schon mal wieder eine Woche mehr, um sich zu erholen, was eigentlich ganz gut ist. Aber wie gesagt, Müdigkeit und natürlich Brechreiz und so ist alles vorhanden. Gegen Brechreiz habe ich ja verschiedene Medikamente, die nicht helfen bei dieser Chemotherapie bei Yondelis. Und was sehr, sehr gut hilft, ist das, was ich von der Onkologie verschrieben haben bekommen, bekommen habe, das medizinische Cannabis. Also das hilft super gegen Brechreiz. Ein oder zwei Tropfen auf die, mein Deutsch ist, oh Gott, ein oder zwei Tropfen auf die, auf den Finger und das dann unter die Zunge schmieren und dann innerhalb, ich sag mal so 20 Sekunden oder so, halbe Minute hört der Brechreiz auf. Ich habe mich auch ziemlich von diesem Blasenproblem erholt, weil ich habe das Blasenproblem, dass ich andauernd aufs Klo muss und wahnsinnige Blasenschmerzen habe teilweise wegen der Chemotherapie. Und das hat sich jetzt auch ziemlich gelegt, eben weil ich nur alle 4 Wochen die Chemotherapie habe. Und wie gesagt, da hat der Körper natürlich mehr Zeit, sich zu erholen. Und dann ist das Blasenproblem vor 2 Wochen so ungefähr verschwunden. Ich habe jetzt auch so ein bisschen meine nächste Zystoskopie in der Urologie, hier im Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem, so ein bisschen verschoben auf September. Soll ich eigentlich in 2 Wochen haben, aber ich habe es verschoben. Gott sei Dank, ich verschiebe es wahrscheinlich nochmal. Weil wer will sowas haben? Und bei mir ist das Ganze ja aufgetaucht, das sind so Nebenwirkungen der Chemotherapie. Ich habe jetzt nichts Chronisches oder so. Natürlich könnte das chronisch werden, aber wir werden das schon irgendwie unter Kontrolle halten mit dem Urologen und so. Aber wie gesagt, die Zystoskopie habe ich dann doch erstmal verschoben auf Mitte September. Ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Ich schlafe nur immer ein. Und ich habe ja von meinem Onkologen diese Tabletten bekommen, die mir Energie geben und einen nicht einschlafen lassen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hilft zwar, aber es ist alles unheimlich teuer. Und da komme ich auch gleich zum ersten Thema. In Israel gibt es natürlich, wie ich schon hunderte Male beschrieben habe, Krankenkassen. Es gibt insgesamt 4 Stück, also 4 ganz normale Krankenkassen. Ihr könnt natürlich auch private Krankenversicherungen bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften abschließen, muss aber nicht sein. Normalerweise reicht die private, die normale Krankenkasse aus, aber da gibt es dann 3 Level bei jeder Krankenkasse. Und da müsst ihr euch oder solltet euch für den höchsten Level entscheiden, weil ansonsten steht ihr da, ne, und bekommt nicht viel gezahlt. Was nicht bedeutet, dass der höchste Level, wie ich ihn habe, alles abdeckt, alle Kosten. Das auch nicht. Hier in Israel müsst ihr, wenn ihr richtig krank werdet oder überhaupt, dann müsst ihr euch darauf einrichten, dass ihr hier sehr, sehr viel dazu bezahlen müsst. Cash oder mit Scheckkarte oder nicht Scheckkarte, mit Scheck oder mit Kreditkarte. Je nachdem, ihr bekommt hier im Krankenhaus nichts geschenkt. Da muss immer, wenn ihr kein Kostenübernahmeformular eurer Krankenkasse habt, dann wird man von euch die Kreditkarte verlangen. Wenn ihr da nichts habt oder so, dann wird man euch sagen, dann sollt ihr doch bei der Familie oder bei Bekannten, Freunden nachfragen, ob die euch was leihen können. Ansonsten gibt es nur ganz was Billiges zur Behandlung oder gar keine Behandlung. Da wird hier rigoros durchgegriffen. Und mir ist das jetzt passiert, also nichts Schlimmes, aber wie man es nimmt, ne? Ich will jetzt hier nicht rumjammern, aber
aufgrund des medizinischen Cannabis, was ich kaufe, also ich habe da die Tropfen, das Flüssige, ich würde das niemals rauchen, das ist nicht Bestandteil des Saltrufort, also das heißt, es wird nicht staatlich vom Gesundheitsministerium gesponsert, noch nicht, man versucht das jedes Jahr mal durchzubringen, aber wer hier medizinisches Cannabis genehmigt bekommt, das ist eine sehr lange, komplizierte Prozedur, das geht nicht eben mal so mit Hausarzt verschreiben oder so, sondern da muss schon ein triftiger Grund vorliegen und man muss das Ganze vom Gesundheitsministerium bewilligt bekommen. Und das ist immer nur auf Zeit. Man muss es immer jeweils wieder verlängern. Und wenn man das dann kauft, wie zum Beispiel hier in der landesweiten Drogeriekette Superfarm, dann muss man das Cash bezahlen. Und zwar alles. Und das kostet schon immer eine Stange Geld, obwohl ich jetzt nicht so viel davon verbrauche und so. Ich habe auch noch Vorrat und alles. Aber es kostet schon eine Stange Geld. Und meine Blasentabletten, die sehr gut helfen, muss ich auch aus eigener Tasche zahlen. Und diese Tabletten, die mir Energie geben sollen, mich nicht immer einschlafen lassen aufgrund der Chemotherapie-Nebenwirkung, muss ich auch bezahlen. Also es ist hier so, dass auch wenn ihr hier in Israel den höchsten Krankenversicherungslevel habt, den solltet ihr schon haben, um bei eurer Krankenkasse, wenn ihr dann eure Medikamente kauft, dann bekommt ihr einen Rabatt. Also ihr müsst nicht den vollen Preis zahlen. Mit den unteren Krankenkassenleveln, bei meiner Krankenkasse funktioniert das nicht, da bekommt niemand Rabatt, da muss man immer den vollen Preis zahlen. Wie das bei anderen Krankenkassen ist, weiß ich nicht, aber es gibt normalerweise diese Rabatte auf Medikamente in den Apotheken der jeweiligen Krankenkasse, wo ihr seid. Hier hat jede Krankenkasse ihre eigene Apotheke integriert und da bekommt ihr normalerweise immer den Rabatt, wenn ihr den höchsten Krankenkassenversicherungslevel habt. Aber auch nicht immer, denn es gibt viele Medikamente, die ihr immer aus eigener Tasche bezahlen müsst. Wie ich zum Beispiel meine Blasentabletten und diese Energietabletten Modafinil. Das muss ich alles aus eigener Tasche zahlen. Das wird nicht von der Krankenkasse gesponsert. Das hat mir auch mein Onkologe vorher gesagt, wusste ich, okay, aber ich habe diesen Monat schon über 700 Shekel an Medikamenten ausgegeben. Das sind so ungefähr fast 200 Euro, würde ich mal sagen. Das geht dann ganz schön ins Geld. Aber gut, das ist hier in Israel halt so, ne? Und wenn ihr hierher kommt, Aliyah macht oder so, oder einwandert oder was auch immer, dann bereitet euch darauf vor, dass medizinische Sachen, dass ihr das nicht alles einfach so von der Krankenkasse bekommt, vielerseits, manchmal schon, manchmal nicht, kommt immer drauf an, kommt auch auf euren Versicherungslevel drauf an. Wenn ihr den untersten habt, dann seid ihr screwed, sage ich jetzt einfach mal auf Englisch, dann seid ihr geschmissen, sozusagen. Dann wird euch sehr, sehr viel abverlangt. Und natürlich, wer noch Kinder hat, wer natürlich mit Kindern kommt, und da mal jemand richtig krank wird und so, da ist das dann, also finanziell ist das schon eine ziemliche Anstrengung meistens. Und mein Onkologe hat gesagt, wir wollen jetzt auch eventuell mit meinem Krebs Leiomyosarkoma so ein bisschen uns an die Immuntherapie herantasten. Habe ich ja schon mal erzählt. Und das könnte natürlich dann auch wieder kosten. Und da will ich dann eigentlich alles nur machen, was die Krankenkasse zahlt. Weil ich kann jetzt nicht 4.000, 5.000 Euro alle zwei Wochen auf den Tisch legen, eben mal so. Das funktioniert nicht. Aber insgesamt ist es in Israel so, dass wenn man so richtig krank wird und so, dass es schon ins Geld gehen kann. Und auf die Tabletten, die ich jetzt gekauft habe und so, da will ich auch nicht verzichten. Kann ich auch nicht, weil sonst gehe ich mit den Blasenschmerzen die Wände hoch. Was ja eigentlich nur eine dumme Nebenwirkung der Chemotherapie ist, aber okay, ne? Muss halt sein, aber okay. Ansonsten haben wir in Israel Sommer, könnt ihr euch ja vorstellen, und wir haben jeden Tag so in den Sommermonaten, ich sag jetzt mal so Juni bis September, vielleicht noch Mitte Oktober, haben wir so täglich
Die Tagestemperatur in Jerusalem bewegt sich so zwischen 28 und 33 Grad. In der Nacht haben wir noch Glück, da kühlt es runter auf 22 Grad, 19 Grad und so, da ist eigentlich okay. An der Küste ist es natürlich wesentlich wärmer, genauso wie am Toten Meer oder am See Genezareth, am Kinneret oder natürlich in Eilat im Süden. Da ist es dann natürlich von der Luftfeuchtigkeit und so wesentlich schlimmer und die Temperaturen liegen viel höher als in Jerusalem. Aber ich habe gehört, dass in Deutschland alle so schwitzen oder in Europa. Wir haben das hier monatelang. Wir haben hier auch manchmal 37 Grad ein paar Tage lang. Wir haben hier manchmal 39 Grad ein paar Tage lang. Das ist immer, das schwankt immer so. Man gewöhnt sich nicht an diese Temperaturen, weil es dauert hier mehrere Monate. Man gewöhnt sich nicht an diese Temperaturen, aber man lernt damit zu leben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt hier überall Air Condition, also es gibt hier überall Klimaanlagen zum Beispiel. Ich habe jetzt keine bei mir in der Wohnung, könnte ich machen lassen. Mache ich nicht, weil das zu sehr Stromkosten ja, hervorruft. Also ich habe drei Ventilatoren. Ich muss immer nachdenken, manchmal wegen dem deutschen Wort. Drei Ventilatoren und das hilft eigentlich. Und wenn ich hier jetzt ist gleich, jetzt ist, ja, ist, oh wow, ist ja schon gleich 5:30 abends, da kann man natürlich alles aufmachen, auch die Fenster und so, ne, da kühlt es sich ab, da lüftet es dann schön durch. Aber es ist schon manchmal eine Herausforderung, aber ich ziehe den Sommer immer noch gegenüber dem Winter vor, weil da friert man wenigstens nicht so. Im Winter, wir haben jetzt auch keine unbedingt so Heizung oder Zentralheizung oder so wie in Deutschland, sondern wir heizen hier meistens elektrisch und das geht dann auch wieder richtig ins Geld. Und wenn ich jetzt im Sommer diese drei Ventilatoren anhabe, auf groß, dann kostet mich das weniger Stromgeld als im Winter der elektrische Heater oder sowas. Also das sehe ich dann schon eher positiv. Und gegen Abend kühlt es sich dann auch ab. Aber wie gesagt, wer jetzt hier nach Israel kommt oder so, die Sommermonate natürlich noch bestimmt kann schon bis Mitte Oktober, manchmal auch Ende Oktober dauern. Also da sind noch richtige Temperaturen und es ist nicht Klimawandel oder so, an den ich übrigens nicht glaube, aber es ist halt immer so. Es ist halt immer so. Und hier regt sich auch niemand auf, dass jemand stirbt oder so. Natürlich können irgendwelche Leute umkippen, aber normalerweise trinkt man hier sehr, sehr viel Wasser, am besten kaltes Wasser oder so. Und ja, weiß ich zu helfen, ne? Isst Wassermelone und trocknet nicht aus oder lässt seinen Körper halt nicht austrocknen, sondern trinkt immer regelmäßig Wasser. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht auch was auf den Kopf aufsetzen. Hut oder so oder irgendwas. Und wie gesagt, hier in Israel ist eh alles mit Klimaanlage ausgerüstet. Ob das nur der Bus ist, ob das die Straßenbahn ist, ob das irgendwelche Gebäude sind oder so. Aber ich habe keine Klimaanlage. Okay. Dann steigen natürlich auch bei uns die Preise, was weniger jetzt auf die Ukraine zurückzuführen ist oder auf das Ganze, was man da jetzt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das da unbedingt darauf zurückzuführen ist, sondern viele Supermärkte, Supermarktketten oder was weiß ich, springen halt darauf auf und sagen dann, ja, das ist jetzt teurer, weil da irgend so ein Krieg ist. Das ist natürlich hier auch so, obwohl hier ist irgendwie kein Mangel oder so an irgendwas. Man kriegt auch alles, man kriegt auch Klopapier, man kriegt auch Mehl, man kann auch so viel kaufen, wie man will und alles. Aber Preise steigen und das liegt meistens hier daran, dass ja, dass wir auch gierige Supermarktketteninhaber haben, die da auch noch mitverdienen wollen. Und dann ist es auch so, dass verschiedene Lebensmittel hier in Israel, da ist eine staatliche Preiskontrolle, wie zum Beispiel über das ganz normal hergestellte Brot. Ich meine jetzt nicht Brot aus einer Bäckerei, wo ich immer einkaufe, wo das Brot dann jetzt mittlerweile auch schon 5 Euro kostet. Ein ganz normales Brot, das kostet hier 20 Schekel, manchmal auch mehr. Aber ich kaufe immer in der privaten Bäckerei ein und nicht von diesen, ist nicht staatlich.
Es sind ja auch private Hersteller, Angel oder Beermann. Aber die haben halt ganz normales Brot, Weizenbrot, das billige halt, das billigste vom Billigen. Und das wird staatlich subventioniert und da wird staatlich der Preis festgelegt. Und diese Preise sind jetzt um, ich glaube, zwischen 20 und 30% gestiegen. Das wurde von der Regierung so festgelegt. Ja, die Regierung braucht Geld, ne? Die haben unsere momentan linksextreme Regierung, die haben sehr viel den Arabern zugeschmissen. Und wie gesagt, Bennett hat sein Haus auf Staatskosten für über 12 Millionen Euro verschönern lassen. Und das geht natürlich alles in Staatssäckel und da braucht man jetzt Geld. Und da werden die Preise erhöht, auch das, was staatlich subventioniert ist. Und Milch ist auch gestiegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Der Milchpreis wird in Israel auch staatlich geregelt und ist jetzt auch gestiegen. Die Stromkosten sind im Januar gestiegen und steigen jetzt nochmal. Ja, wie gesagt, ne, der Staat braucht Geld, hat die ganzen Steuern rausgeschmissen, hat wahnsinnige Steuerverschwendung gemacht. Jetzt muss alles wieder reingeholt werden. Und so verschiedene Lebensmittel wie Thunfisch oder so, die nicht subventioniert sind, aber das ist jetzt auch teurer geworden. Ich weiß aber nicht, wie viel. Und dann noch einige andere Sachen. Was gestrichen wird zum 1. August, und das haben mir Bekannte erzählt, also das wusste ich gar nicht, weil ich davon nicht betroffen bin. Aber die Busgesellschaften hier in Israel, es war normalerweise so, dass ein Rentner bei Busfahrten immer einen Preisnachlass bekam. Das wird ab dem 1. August gestrichen. Und dann gibt es nur noch Preisnachlässe bei Studenten und Schülern, bei Arbeitsunfähigen, die offiziell arbeitsunfähig von der Biturach Leumi, der Nationalversicherung, wie ich zum Beispiel wegen meiner Krebserkrankung anerkannt sind. Wir kriegen immer noch diesen Preisnachlass bei den Busfahrten, aber Rentner überhaupt nicht mehr. Das gilt ab dem 1. August. Und es wird dann auch so sein, dass Rentner ab 75 Jahre, ich glaube, die bekommen alle Busse umsonst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch Überlandbusse oder so, aber innerhalb der Städte bekommen sie das offenbar umsonst. Aber erst Rentner ab dem 75. Lebensjahr. Und alle anderen Rentner, also vorher jünger, die bekommen überhaupt keine Preisnachlässe mehr und die müssen ab dem 1. August jetzt den vollen Buspreis bezahlen. Ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die sind darüber wahnsinnig sauer. Die sind jetzt irgendwie in Rente gegangen oder so, sind wahnsinnig sauer und sehen nicht ein, warum sie, wenn sie schon so wenig Rente kriegen oder sowas, noch den vollen Buspreis zahlen müssen, wohingegen irgendwelche Studenten oder so, die eigentlich auch kein Geld haben, teilweise, ich weiß es ja selber aus meiner Studentenzeit, aber trotzdem sind die älteren Herrschaften da sauer, weil junge Leute, auch Schüler, diese 50% Preisnachlässe bekommen und sie eben mit ihrem geringen Renteneinkommen überhaupt nicht. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich bekomme noch meinen Preisnachlass, weil ich von der Biturach Leumi anerkannt bin als arbeitsunfähig aufgrund meiner Chemotherapie. Ja, das spart schon ein bisschen Geld ein, aber es ist natürlich auch eine bürokratische Prozedur, wie alles in Israel eine bürokratische Prozedur ist. Man geht jetzt da nicht irgendwie hin und lädt seine Karten auf, seine Magnetkarten, die RAFKAF oder so, und sagt hier, ich will was haben, sondern man muss immer alles nachweisen hier. Man muss Papiere bringen, man muss, ja, man hat normalerweise eine Karte, eine Arbeitsunfähigkeitskarte von der Biturach Leumi und alle möglichen Sachen müssen dann erst zu Egged getragen werden, zur Busgesellschaft und alles Mögliche. Und ja, es ist immer hier alles ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand, auch mit Medikamenten und all solchen Sachen. Die Bürokratie verfolgt einen immer hier in Israel, immer.
Also nicht so, dass es hier nichts gibt. Man muss hier alles genau nachweisen. Vor allem im Krankheitsfall. Man muss anerkannt sein, offiziell. Man muss alles nachweisen. Man muss die Krankenhauspapiere bringen von der Onkologie, was weiß ich, alles Mögliche, um hier überhaupt irgendwas zu erreichen. Also man kommt nicht einfach so hin und erzählt, oh, mir tut was weh oder so, sondern hier wird alles absolut nachgeforscht immer und man muss immer mit dem ganzen Aktenordner kommen und das alles nachweisen, dass man das auch hat und dass man auch anerkannt ist. Aber wie gesagt, ab dem 1. August ändern sich diese ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob die Buspreise sich generell erhöhen. Ich glaube nicht. Obwohl die Benzinpreise sind hier auch erst gestiegen, aber jetzt glaube ich, sind sie wieder am Fallen. Irgendwas habe ich gehört, dass die Benzinpreise ein bisschen runtergehen. Aber ansonsten, ja, was soll ich sagen? Auch wenn hier Lebensmittelpreise steigen, das fällt jetzt gar nicht so sehr ins Gewicht, weil es ist ja alles teuer. Israel ist ein teures Land und hier ist alles teuer. Und da merkt man das gar nicht so, weil wir schon ewig sowieso so viel bezahlen. Also im Januar oder Februar war das, da sind die Softdrinks wahnsinnig teuer geworden. Das fand ich auch richtig so. Cola und diese ganzen Sachen halt, ne? So Sprite und diese ganzen Teesorten, diese ganzen, fällt mir jetzt auch das Deutsche wieder nicht ein, so von Nestlé oder so, diese ganzen Teesorten, Eistee heißt das genau. Und das ist hier alles wahnsinnig teuer geworden. Also wer jetzt hier zum Beispiel eine Flasche Cola kaufen will, der sollte schon, also eine ganz normale Literflasche Cola halt, ne? Der sollte schon mit, wenn ich das in Euro ausdrücke, also 2,5 Euro kostet hier eine Flasche Cola. Also eine große. Wenn ihr in irgendeinen Laden geht oder so und euch aus dem Kühlregal, also nicht vom normalen Regal, sondern aus dem Kühlregal eine Colaflasche nehmt und damit an die Kasse latscht, dann zahlt ihr nochmal mehr, weil es halt schon vorgekühlt ist. Also wenn ihr nicht so viel zahlen wollt, dann nehmt ihr vielleicht eine ganz normale Cola und tut die dann irgendwo ins Kühlfach oder so oder in den Kühlschrank oder so. Aber ansonsten, wenn ihr was Gekühltes immer aus dem Kühlregal kauft im in so einem Tante-Emma-Laden oder im Supermarkt, dann kostet euch das noch mehr. Aber eine Flasche Cola, hier eine große Flasche Cola, Literflasche, seid ihr mittlerweile mit 2,50 Euro dabei. Und es kostet teilweise noch mehr. Also ich war am Montag im Krankenhaus hier in Shaarei Tzedek, da ist auch so ein Tante-Emma-Laden oder so ein kleinerer Supermarkt unten drin. Und da habe ich für die Flasche Cola, ich hatte unbedingt Lust auf Cola und so, da habe ich 14 Shekel gezahlt. Das sind, also für eine Literflasche, ich glaube, die war aber gekühlt. Ja genau, die war gekühlt. Habe ich 14 Shekel für gezahlt. Das sind, ja, über 3,5 Euro. Ich mache das ja nicht immer die ganze Zeit, aber manchmal kommt es schon vor, ne? Und ja, habe ich das investiert. Also das, solche Softdrinks hier sind hier wahnsinnig teuer. Wenn ihr auch in der Stadt irgendwo euch Wasser kauft, eine Wasserflasche oder so, ich würde immer raten, was im Supermarkt zu kaufen und nicht in diesen Tante-Emma-Läden oder überhaupt auf der Straße. Und wie gesagt, wenn ihr immer was aus dem Kühlregal nehmt, auch im Supermarkt, dann zahlt ihr immer drauf. Ihr zahlt dann da noch viel, viel mehr Geld als normal. Also wenn ihr da in so einem Hotel seid oder Hostel oder was auch immer, dann kauft euch am besten so ein Sixpack mit Wasserflaschen. Da kommt ihr dann viel günstiger bei weg, als wenn ihr da jedes Mal irgendwo eine Wasserflasche kauft. Ja, das ist eigentlich das, was hier so eben am Laufen ist. Es sind Schulferien. Offiziell noch bis zum 1. September. Am 1. September ist hier immer der erste Schultag. Da beginnt das neue Schuljahr. Es ist aber so, dass viele jüdisch-religiöse Schulen viel früher schon anfangen mit dem Unterricht, also mit dem neuen Schuljahr. Nicht jeder ist automatisch erst am 1. September, sondern es gibt da Unterschiede. Und überhaupt, würde ich sagen, wenn ich jetzt schon bei der jüdischen Religion schon wieder bin, ich bin jetzt wahnsinnig hinterher mit meinen ganzen Streams, aufgrund dieser ganzen Nebenwirkungen und sowas. Die Nebenwirkungen bei mir sind momentan gravierender als die Krebserkrankung selber.
Und ich will jetzt ab nächster Woche, also heute ist Freitag, ab nächster Woche will ich dann ein bisschen aufholen. Am Sonntag muss ich zum Hausarzt und in die Apotheke, da müssen wir wieder neue Tabletten holen. Wegen der Nebenwirkung. Aber diese Tabletten bekomme ich umsonst. Also die brauche ich nicht zahlen. Das sind andere Tabletten gegen übergeben, die nicht so besonders helfen jetzt zur Zeit, aber okay, ich nehme sie trotzdem und die bekomme ich auch umsonst. Und wie gesagt, am Sonntag früh muss ich zum Hausarzt und in die Krankenkassenapotheke und so und dann mal schauen. Aber dann danach will ich unbedingt streamen, viele Streams machen auf Deutsch und auch auf Englisch. Und ich will da ein bisschen aufholen, weil ich habe das jetzt auch ein bisschen schleifen lassen, ich bin immer eingeschlafen und so nach der Chemotherapie. Hier ist wahnsinnig laut draußen. Ja, dann will ich das Ganze mal ein bisschen aufholen wieder und mal wieder wesentlich mehr machen und von hier auch berichten. Es gibt viel zu berichten, es gibt immer viel aus Israel zu berichten. Und ja, ich will jetzt kein. Ja, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht fange ich morgen Abend schon an. Das kann schon sein. Wenn ich natürlich nicht wieder einschlafe, aber es gibt unheimlich viele Themen zu besprechen. Und das werde ich jetzt auch in naher Zukunft wieder machen. Mit dem Rumlaufen und den ganzen Walking-Videos ist das natürlich ein bisschen problematisch. Ich habe gerade was auf meinem englischen Kanal abgeloadet. Das mache ich dann, weiß ich nicht, nächste Woche auch noch auf dem deutschen. Ist ein kurzer Clip vom Machane-Judah-Markt, außerhalb des Machane-Judah-Markts. Das werde ich auch noch machen wieder, diese ganzen Walking-Videos. Aber wie gesagt, ne, es ist eben so wahnsinnig heiß. Und wenn man auf Chemotherapie ist, dann hat diese ganze Hitze eine ganz andere Auswirkung auf den Körper. Und da muss ich mal sehen, wie ich das mache. Aber ich will das schon wieder alles machen. Aber ich will jetzt auch erstmal diese ganzen Streams, wo ich was erzähle und was erkläre, ein bisschen aufholen. Okay. Hier fängt dann bald der Schabbat an. Und ja, ich wollte das jetzt nur mal gesagt haben, dass ich noch lebe und so. Und ja, dann wünsche ich euch Shabbat Shalom oder ein schönes Wochenende. Und ja, ich werde dann versuchen, alles aufzuholen, diese ganzen Themen. Und wieder einige Walking-Videos zu machen. Und ja, ich hoffe, die Nebenwirkungen sind diesmal nicht so gravierend oder so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal nach der letzten Behandlung war es echt schlimm. Aber momentan, ja, okay. Ist halt immer so, ne, gewöhnt man sich dran, muss man mit irgendwie leben, ne? Das ist halt so der Stand momentan. Ich hoffe auch, dass es irgendwann mal wieder besser wird. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und Shabbat Shalom.